Und weiter geht's mit Borderlands 2. Und damit herzlich willkommen zurück. Wir reden jetzt mit Claptrap. Ich muss mal ein bisschen das Mikrofon wieder richtig richten. Und ja, schlimm genug. Die ist nämlich nicht sanft, die ist tödlich. So, Belohnung annehmen, blab, zack. Kapitel 2. Säubere den Berg. Und let's go. Mach mal auf die Scheiße hier. So, ich surfe ans Shelf. Hier können wir reisen. Das tun wir auch so gleich. Ich habe gemerkt, dass meine in der letzten Folge meine Stimme ein bisschen zu leise war. Musste ich ein bisschen rumrendern. Ja, jetzt Maul. Und das Weite, ich wollte ich nochmal eben kurz. Das habe ich mich voll vergessen jetzt gerade. Die Spielsound, die eh schon so leise sind. Da oben rechts, da seht ihr jetzt, es wird gespeichert. Achtung, Leute von Pandora, hier spricht Handsome Jack. Und ich biete jedem, der mir den Kopf des Kammerjägers bringt, der gerade in Lyonsburg eingetroffen ist, 1 Million Mäuse. Oh, und ich biete noch immer eine Belohnung für Roland, den Massenmörder und Anführer der Crimson Raiders. Waldmanns Heil, Banditen. Also der Typ geht mir, wird mir die ganze Zeit auf die Eier gehen. Der lieber Handsome Jack, das alte Nudelfiech. Wow, und ja, fliegen. Das war noch nie so schön. Das war ein Crit. Ein gut verdienter. Lyonsburg. Gut. Wir sind unten. Müssen jetzt wieder hochlaufen. Zack, weg mit dir. Verteidige Claptrap. Ja, gut, dann mach mal auf da. Ja, du wirst so ein Dings bedienen können, auch blind. So. Tue ich schon gerade. So. Oh. Ja, da geht das ganze Tor einfach weg. Ich hätte da einen Vorschlag für dich, Kammerjäger. Du gibst auf und wir verpassen dir einen Kopfschuss. Schnell, sauber und weitaus weniger schmerzhaft als das, was Handsome Jack mit dir machen würde. Nee, bin ich nicht der Meinung. Ich hab irgendwie einen anderen Plan. Zack. So, und wechseln. Crit. Headshots ist, glaube ich. Ja, Bullymonks kommen auch noch dazu. Geil, ne? Da freuen wir uns richtig. Richtige Party hier gerade. So, ich muss mich erstmal um diese kleinen Viecher kümmern. Weil die gehen mir am meisten auf die Nüsse. Außer wenn du so ein Polymon genau, ja, vor mir ist. Batz. Sicher, Lyonsburg. Es ist noch nicht vorbei, du Arsch. Hey, Havelock. Da mein Untertan gerade deine Stadt gerettet hat, könntest du deinen besten Freund Claptrap einen Gefallen tun und mein Auto reparieren? Ja, ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Ja. Zu meiner Behausung, dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Bleib bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Hammerlock würde es sich anders überlegen. Wir beide sind wie zwei Erbsen in einer Hülle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Zwei Pfarrkannibalen im Brustkasten eines Fettes. Ja. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Alles klar. So machen es Profis. Die lassen den dummen Roboter einfach mal ins Messer laufen. Naja, so halb.
Ich finde das so cool, wie die Person, wie die Waffen gewechselt wird. So. Tap, 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 da. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammer. Stets zu Diensten. Ich kam hier, um die Bullimons für meinen Almanach zu erforschen. Ja. Dins Männer setzten mich auf diesen Gletscher fest. Mach mal auf da. Übrigens, dass du sie gekillt hast. Also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Ja. Unglaublich. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Roboterauge geben würdest? Ja, das kannst du haben. So. Wir müssen eh warten. So, ich muss nur das hier mit dem hier verbinden und... So. Das war's auch schon. Hätten wir auch machen können. Oh je, er spricht wieder. Untertan, ich habe mein Augenlicht wieder. Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte. Wird Zeit, dass wir uns mit den Crimson Raiders in Sanctuary zusammentun. Auf diesem Gletscher hier hausen nur Trottel und Mörder, wie zum Beispiel dieser Heatherlock. Ich stehe direkt hier. Keule. Jetzt, wo Lyersburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein können. Alles klar. Nein. Ganz kurzer Cut. Ganz kurz. Muss man da umstellen. Bis gleich. So. Da ist er auch schon wieder. Das ist normal, dass es jetzt am Anfang leckt. Machen wir mal so. Weil, ne? Meine FPS geht gerade wieder richtig schön in den Keller. Der laberte mich gerade irgendwie dicht mit Handsome Jack und bla bla bla. So, auf Power warten. Schnellreise. Du kannst zwei Schnellreisezielorte. Du hast jetzt zwei Schnellreisezielorte entdeckt. Bla bla bla. Wir können hier schnell reisen. Na los, funktioniert schon. Hier haben wir, Experimente nochmal. Das schwarze Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary gingen. Mhm. Ich muss genau. Eigentlich ein paar Jobs für dich posten. Na, sprich stattdessen einfach mit mir. Genau, hier können wir jetzt mit dem quatschen. Die nehmen wir mal einfach an. Und? Schilde verursachen zunächst abgewehrt, bla bla bla. So, jetzt habe ich mehrere Quests an. Und echt. So, die Stadt ist nicht groß genug. Hier sehen wir unsere aus dem Charaktere. Die können wir auch drehen, dann sehen wir die von vorne. Das ist voll cool, Mann. Voll krass, krass konkret. Nimmt Claptrap, säubere Friedhof und Teich. Obgleich Captain Flint jeden in Lyersburg getötet hat, sehe ich nicht ein, wieso wilde Bullymonks dort herumlungern und das Andenken der früheren Bewohner entehren sollten. Wenn du die Stadt von ihnen säubern könntest, wäre das sehr gentle. Kein Problem. Die Ziele auf deinem Hand gehören zu deiner aktiven Mission. Ja. Du kannst deine aktive Mission mit deinem Missionslot auf deinem Echo-Gerät ändern. Der labert aber auch viel. So, Power ist ja da. Hier können wir uns Ammo kaufen. Darum kann ich auch manchmal ab und an was verschießen. Als Rage, slackt gerade zufällig. Das ist gerade echt ätzend. Wo haben wir denn? Da vorne. Dass es gerade laggt, ist echt doof. Weil, ich habe jetzt irgendwas umgestellt wegen Texturen und so. So, und hier können wir uns Waffen kaufen. Aber leider nur Pistols, die mich ankotzen, weil ich brauche bessere Waffen. Ganz klar, einfach aus dem Grund, so ein Sniper oder eine Scharfschützengewehr und Sniper ist das nicht das gleiche, ey. Nee. Hier können wir hoch. Gehen wir auch so gleich. Der erste Part hat nicht so geleckt. Ja, aber ich habe das auch privat ein bisschen, dieses Gelegge, ab und an. Ich übertreibe es auch mit Texturenqualität immer wieder. So, aber egal. Jedenfalls müssen wir hier jetzt zwei Dinge säubern. Von Mobs.
Das tun wir auch gleich. Wir haben ein Schild außerdem. Da kriegen wir einen besseren. Der hält erstmal 100 Punkte Schaden ab. Und dann müssen wir... geht's auf unsere Lebensleiste. Da zum Beispiel. Jetzt geht aller Schaden, den wir kriegen, auf unsere Lebensleiste. Wie man sieht, es ist gar nicht wenig. Außer wenn er sich wieder auflädt. So. Und er regeneriert sich halt. Dead A. Das ist cool. So. Ich laufe mal eben. Scheiß. Das ist aber auch ein Kampf. So. Shotguns. So. Halt. Mit einem Kampf einfach mal ins Inventar gehen. Das kann nicht jeder. Außer ich. Jede bessere Waffe ist... Sound. Das sind alles Gräber. Und der Sound, dass der gerade rumgespastet hat, das ist gar nicht gut. Nee, ist gar nicht gut. Nö. Finde ich nicht so klasse, dass der Sound gerade rumgespastet hat. Dass es auch so leicht ab und an leckt. Ist auch zum Kotzen. Muss ich nochmal alles optimieren. Mache ich nach diesem Part. Voll konkret krass, Mann. First thing what I do is this. Das ist dieses Schnellwechsel. Wir können jetzt zum Beispiel einfach sagen, Regina im Regen. Oder? Ach komm, das gefällt mir nicht mehr. Blaue Witwe. Oh, sieht cool aus. Blaue Witwe und dann nehmen wir den Erleuchtet muss ich mir noch kaufen. Das ist ein DLC, den man kaufen muss. Das sieht am geilsten mal aus, dass man die Haare nicht mehr... Du kannst sogar den Namen ändern. Du kannst mitten im Spiel den Namen ändern. Ist das nicht geil? Das heißt, habt ihr einen guten Namen für unsere Dings? Das sieht aus wie das Zelda-Zeichen. Das ist kein Scherz, bloß dass da der Todkopf drauf ist. Wenn ihr noch einen Namen habt, ne? Sagt noch was. So, und das hören wir uns an. Cool, dieses Echolot da gerade eben. Cool. So. Hätten wir jetzt eine Scharfschützengewehr, dann könnte ich wenigstens von hier oben sehr schön alles zerbomben. Oder allgemein mal ein paar Items, die wir bräuchten. Ja. Das war jetzt nicht so schlau. Deswegen... Aber regeln wir trotzdem, das ist ganz easy. Also No-Scope ist sogar scharfschützenmäßig einfacher als Scoped. Weil, das war jetzt super. Das war jetzt professionell. Meine Fresse. Oh. Da haben wir eine schöne Waffe. Da haben wir eine schöne. Kehr bitte zum schwarzen Brett zurück. Ja, habe ich vor. Aber erst nachdem ich hier meine Zuschauer genervt habe, dass ich jetzt hier was göttliches Geiles gefunden habe. Nämlich diese Waffe hier. Diese Waffe hat Feuerschaden. Die ist für den Anfang, glaube die findet man sogar. Ich glaube, das ist sogar so gewollt vom Spiel, dass man diese Waffe findet. Diese Lecks, ne? Die sind göttlich scheiße. Jedenfalls, diese Waffe hat Feuerschaden. Ich schieß mal, da sieht man. Und alle Leute, alle Gegner, die gerade Fleisch und Fell, weil die Polymons haben Fell. Haben nämlich Fell. Und ja. Fell plus Feuer gleich brennen. Und brennen gleich geil und gleich tot schneller.
Verstehste, ne? Ja, genau. Ich nämlich auch. Habe ich gleich am Anfang schon gecheckt. Was auch logisch ist. Ist ja auch nicht schwer. Und, mit meiner Level 15er, momentan Level 15, ändert sich wahrscheinlich noch, bis die, wenn das hier rauskommt. Habe ich, eine Acid, also eine Acid, also Gift, Schock und noch was. Ich habe ein bisschen mehr. Ist klar, ich bin auch weiter im Spiel vorgelaufen schon mal. So, egal. Erstmal geben wir jetzt unsere Waffe ab. Bitte lass Captain Flint so langsam wie möglich sterben, ja? Machen wir. Ist wirklich ein Mistkerl. Beschilderte Gefälligkeit. Du hast die Haare schön. Wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Mein untertänigster Vorschlag, besuche den alten Crimson Raiders Unterschlupf. Du wirst den Lift nehmen müssen. So, jetzt haben wir aber eine schöne neue Waffe gefunden, nämlich eine, die zwar schadensmäßig weniger ist, weil das hat 13 mal 7, weil es 7 Schuss sind. Aber von daher ist einfach mal mehr Magazin, das ist alles ein bisschen, finde ich, ein bisschen besser. Gucken wir mal unseren Schild an. Der hat 102 Kapazität, Ladegeschwindigkeit, Ladeverzögerung. Das entscheidet sich alles im Spiel, aber dieser als schlechter. Da hat sich also meine Frage erübrigt, ob ich die besser ist. Was das Explosion mit bei? Nö. Oh, cool. Also es ist ein allgemeiner Rocket hier. Aha. Sieht ein bisschen gewaltig aus. Kann man da auch mal zeigen hier. Ja, sieht ein bisschen gewaltig aus, das Viech. Ist aber normale Waffe. Ganz normal. Standard. Wenn man so will. Und wir gehen mal hier raus. Und werden auf M-Karte drücken. Ja, Map, ne? Karte. Ja, da ist unser Zielort. Das sehen wir aber auch auf der Minimap. Und die Viecher hier, die tollen Genossen, die sind meine allerliebsten Freunde. Naja. Getaway Harbor. Unser nächstes Ziel momentan. So. Der brennt nicht mal. Aber hier, bam. So, und jetzt rennen wir mal hier durch. Kritisch. Zack. Da hat's bei mir geleckt. Ich glaube es nicht. Wow, ich bin ja fast tot. Warum sagt mir das keiner? So, was passiert, wenn wir sterben? Ist die nächste Frage. So, du klopfst uns mal kaputt. So, kämpfe um dein Überleben. Das mache ich jetzt einfach nur, weil der hier sowieso steht. Und dann sind wir eigentlich fast geheilter, als wir gerade eben rausgegangen sind. Das ist auch mal cool, das habe ich selber noch nicht gewusst, dass wir geheilter sind, als wir waren. Natürlich, wenn man von 100% runtergekommen ist, dann ist das natürlich scheiße. So. Natürlich, ich vergaß. Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte, sich darin zu integrieren. So ein Scherzkeks. Besorge einfach eine neue Sicherung für den Aufzug und ignoriere, was er wegen dem Schaltkasten gesagt hat. Ja, genau. Wir sollen wir einfach ignorieren. So. Ich weiß natürlich, wo die ist. Ich habe die Quest erst letztens gemacht. Also ist das noch nicht so lange her. Ein paar Stunden. Und ich sehe halt auch, dass da ein Spacken ist. Das war Kopfschuss Nummer 1. So. Mann. Geh. So. Da war ein Fass. Das habe ich kaputt geschossen. Das war cool. Das war schon fast skillwürdig. Weil wir ohne Sniper bin ich hier voll aufgespissen. Ich bin so ein Sniper-Spieler. Und ich muss vorsichtig spielen, fällt mir gerade auf. So, der brannte. Der hat uns Leben gekopft. Geworfen. Das ist gut.
Next Level und da haben wir volles Leben. Achso. So, der hat einen Kopfschuss. So. Ah. Da geben wir dem mal einen ordentlichen Headshot. War zwar kein Headshot, aber wäre ordentlich. So. Auf der anderen Seite von diesem Elektrozaun ist eine Sicherung. Renn einfach durch den Zaun. Wenn du schnell genug bist, wird dir nichts passieren. Alles klar, Claptrap. Das hat vermutlich wehgetan. Mach das nochmal. Nö. Ich weiß es nämlich. Claptrap ist nicht dumm. Hätte ich vielleicht zeigen sollen. Aber hier sind Schatzkisten. Schatzkisten sind selten, findest du seltenste Beute. Die Farbe zeigt den Seltener des Objekts an. So sieht's aus. Weiß ist ein Standard, grün, seltener, blau ist schon seltener, lila, ja, exotisch und orange, legendary. Kennen wir aus, würde ich sagen, WoW. Ist auch manchmal so eine kleine Satire. Und hier haben wir natürlich nur wieder scheiß Pistolettos, aber diese Pistolettos sind natürlich auch pornomäßig gut, weil ich jetzt einfach unsere scheiß Schnellschusswaffe austausche. Nämlich in einer Pistole. Und nämlich in die hier. Warum? Weil die hatten diesen scheiß... Ja, kümmert euch nicht um mich. Dann kann ich euch schon alle assassinieren. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel so geplant war. Aber hier ist die Sicherung. Kommen wir da so hoch? Ich will da hoch. Denn es gibt nämlich nicht nur diese Dixie-Klos, sondern auch solche solche nicht, aber größere Truhen. Truhen? Deutsch? Fehler? In der Anzeige? Egal. Wir sind schon bei 22 Minuten. Dann rennen wir doch mal schnell rüber. Erstmal nehmen wir uns noch die Kohle mit. Und dann rennen wir noch eben rüber. Hier gibt es ganz geile Aktionen, die man hier machen kann sogar. Also von Kills her, also ich habe die selten krassesten Schüsse und so schon gekriegt. Also wirklich so in der Luft, 360 und. Also das war schon ein wenig durch. Und wir bauen sein. Zum Laufen gekriegt? Sehr gut. Dann fahr jetzt zum Unterschlupf hoch und kaufe einen Schild. Ja, habe ich vor. Der Radi ist ein wichtiges Widerstandsnest, bis irgendwann die Hyperion-Truppen vorrückten und alle nach Sanctuary flohen. So, dann gehen wir natürlich rein. Guten Abend. So, erstmal abstellen. Hier kommt kein Gegner, ne? Gut, weil ich hatte es irgendwie im Kopf, dass da jetzt gleich Gegner kommen. Und zwar Badass. Und Badass ist nicht so toll, weil Badass schlechter Hintern. Solange es kein Last Ass ist. So. Das ist gut, dass du es wieder hinkriegst. Hier haben wir unsere verschiedenen Schilde. Desto besser. Und sie haben auch manchmal Nebenwirkungen. Wir haben keinen Platz. Was ich natürlich wusste. Gut. Kehre jetzt nach Lyersburg zurück, dann sehen wir, wie wir. Ja, nachdem ich dann das Teil ausgetauscht hatte. Und ich habe gerade eine SMS bekommen. Schön. Lass mich lügen, 1 Uhr morgens, das ist gut. Und das war von O2. Also, nicht, dass die mich irgendwie morgens in der Nacht nerven, ne? Wenn man schlafen will. Ich will eine verdammte Sniper haben. Es käme so geil, einfach nur snipen. So, hier haben wir noch ein bisschen was vergessen. Wir haben 120 Armor jetzt. Ist natürlich geil. Und
Und ich habe einen Aim wie Wasser. Halt die Klappe. Was wurde aus Helena Pierce? Wir haben den Zug, der durch den Dust fährt, gehijackt. Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages erreichen. Hyperion hat keine Truppen von New Haven abkommandiert, um uns zu verfolgen. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Brennstadt begraben. Wir müssen nur... Oh, verdammt! Alle weg von den Fenstern! Du hast eines von Helena Pierce letzten Autologs entdeckt. Genau. Sie war Lieutenant bei den Crimson Raiders, der Anti-Hyperion-Widerstand. Ich wüsste zu gerne, was aus ihr geworden ist. Ja, das machen wir auch. Wenn du diese Audiologs findest, kaufe ich sie dir gerne ab. Er kauft uns Audiologs ab. Das ist doch cool. Wir suchen die und kriegen dafür voll viel Kohle und so, ne? Also, so einen Job wollte ich nachher mal auch haben. So, aber ich würde sagen, ich beende erstmal die Folge, nachdem ich nach oben gelatscht bin, dadurch den Speicherpunkt aktiviert hat in Liarsburg und dass ich dann die Folge beenden kann, dauert ja nicht mehr lange. Und ja, hopp. Mir ist langweilig in dem Falle. Zack, 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 zack. Wir gehen sogar noch die Quest ab, weil wir es können. So. Und? Jawoll, das schützt vor Kugeln. Das schützt vor Kugeln, ja. Und? Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimon reitet? Das ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Chef. Das hab ich erst später bekommen. Na egal. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch, weiter mit dir zu sprechen. Headshot. So, wo ist denn hier der Savepoint gewesen? Hier vorne, ne? Ich würde aber sagen, ich beende erstmal hier die Aufnahme. Und ich würde sagen, bis dann, haut da rein und cheerio.